Buonasera, Santo Padre. Heiliger Vater, guten Abend. Unsere Familie ist das größte Geschenk, das der Herr uns machen konnte. In ihr gab es schöne und weniger schöne Momente von Gnade und von Dunkelheit. Aber alle reich an gegenseitiger Liebe, die uns auch schwierige Momente überwinden ließ. Der Herr ist an dem Tag, an dem wir uns das Ja-Wort gegeben haben, als erstes eine Verpflichtung eingegangen. Und aus diesem Ja-Wort sind viele andere hervorgegangen. Er hat uns zu der Aufgabe berufen, Eltern zweier wunderschöner Töchter zu werden, Elisa und Chiara. Wir haben unser Leben in Freude und täglicher Hingabe verbracht, haben uns den Herausforderungen eines jeden Tages gestellt und versucht, unseren Töchtern unseren Glauben und unsere Werte weiterzugeben, so wie jede gute Familie. Tag für Tag haben wir mit Gottes Hilfe und dem Engagement aller diese Festung gebaut. Denn eine Familie ist eine Festung, wenn die Liebe im Mittelpunkt steht. Elisa ist verheiratet und Mutter von drei sehr lebhaften Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in Norditalien, denn dorthin hat der Herr sie gerufen. So erklärt sie mir, wenn ich mich über die Entfernung beschwere. Chiara hat ihren Kampf bereits gewonnen und ist am 13. Juni 2012 nach einer Reihe harter Prüfungen in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Chiara hatte 2008 Enrico geheiratet und hatte zwei Schwangerschaften. Bei beiden wurde eine schwere Missbildung des Fötus diagnostiziert, die mit dem Leben nicht vereinbar war. Enrico und Chiara haben sich entschieden, Maria Grazia, Letizia und Davide Giovanni mit Liebe aufzunehmen und sie nach ihrer Geburt und der Taufe dem Vater zurückzugeben. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der ersten und der zweiten Fehlbildung, sagen die Ärzte, und nicht einmal genetische Probleme. Im Vertrauen auf Gott öffnen sie sich wieder dem Leben. Und dieses Mal ist es ein gesunder Sohn, Francesco. Ein wahres Geschenk Gottes, der jetzt 11 Jahre alt ist. Als Chiara jedoch im vierten Monat entdeckt, dass sie ein Problem mit ihrer Zunge hat, das sich später als ein sehr aggressives Karzinom herausstellen wird, beginnt für sie eine medizinische Reise, bei der sie, um Francescos Leben zu erhalten, versucht, mit den Ärzten über Behandlungen und Operationen zu verhandeln. Sie unterzieht sich während ihrer Schwangerschaft einer ersten Operation und verschiebt alles, was Francescos Leben hätte gefährden können, auf die Zeit nach seiner Geburt. Der Drache, wie sie ihn nennt, gibt nicht auf. Franziskus war erst ein Jahr alt, als Chiara uns verließ, nachdem sie uns gezeigt hatte, dass man in jeder Situation das größte Glück schon in diesem Leben erwarten kann, wenn man sich Gottes Führung anvertraut. Chiaras Stärke war ihre vertrauensvolle Hingabe an Gott, den guten Vater, und dass alles gut wird für alle, die Gott lieben. Sie traf ihre Entscheidungen mit Freude und Überzeugung, denn, wie sie einmal sagte, Gott legt die Wahrheit in jeden von uns und es ist unmöglich, sie falsch zu verstehen. Chiara war ein sehr konkreter Mensch. Sie lief nicht weg vor den Prüfungen des Lebens. Sie stellte sich ihnen mit dem Blick zum Himmel. Seit sie ein Kind war, hatte sie bei allem immer ein Ziel. Jeder ihrer Schritte war auf ihr Ziel ausgerichtet, mit Gottes Hilfe und Marias Führung. Und sie setzte sich dafür ein, es zu erreichen. Im persönlichen Gebet zu unserem Herrn, eine Beziehung, aus der sie die Gnade schöpfte, die ihren Glauben nährte. Chiara war auch sehr aufgeschlossen. Ihr Respekt für andere schwächte ihren Glauben nicht, denn sie war immer konsequent, aber nie arrogant, nie übergriffig. Sie drängte ihre Ideen nicht auf, sondern verteidigte sie, indem sie mit gutem Beispiel voranging. Und sie war auch bereit, demütig ihre Fehler einzugestehen.
Wir fanden uns wie Maria am Fuße des Kreuzes wieder. Wir nahmen es hin, ohne zu verstehen. Aber Chiaras Gelassenheit hat uns ein Fenster zur Ewigkeit geöffnet und ist auch heute noch Licht für uns. Es war schwer für uns, sie bis zur Schwelle des Paradieses zu begleiten und sie gehen zu lassen. Aber von diesem Moment an floss eine solche Gnade, die uns einen Blick auf Gottes Plan gab und uns davor bewahrte, in Verzweiflung zu verfallen. Als Familie haben wir die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, unsere Töchter in dem Bewusstsein zu erziehen, dass wir Christus nicht folgen können, ohne das Kreuz zu umarmen. Wenn dieses Leiden, das ja auferlegt wurde, hat viele Früchte getragen und uns die Erkenntnis gebracht, dass wir Christus nicht folgen können, ohne das Kreuz auf uns zu nehmen. Und wir haben gesehen, dass wenn Gott eine Tür öffnet, wird sie niemand schließen. Und wenn er sie schließt, wird sie niemand öffnen. Als Familie haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, unsere Kinder zu erziehen und anzuerkennen, dass sie nicht unsere sind, dass sie uns nicht gehören. Sie sind eine Gabe. Und wer diese Gabe bekommt, muss sich bewusst sein, dass die Aufgabe nur darin liegt, sie zu begleiten, solange es von uns verlangt wird. Denn so wie der heilige Franziskus gesagt hat, das Gegenteil der Liebe ist der Besitz. Das war das Zeugnis berufen zur Heiligkeit des Ehepaars Roberto und Maria Anselma Corbella. Ihre Tochter Chiara Corbella Petrillo wurde 2018 von der katholischen Kirche zur Dienerin Gottes erklärt.